Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Bachi und heute sind wir wieder bei der Zoobox und schauen uns die Fischanlage an. Und immer viele besondere Fische. Ja. Die sind immer noch hier. Ja, immer noch. Ja, genau. Das hatten wir ja gesagt, weil die Fischanlage so ein bisschen besonders ist, beziehungsweise so auch so ein bisschen so unser Herzstück ist irgendwo, dass wir da ein extra Video zu machen. Genau, wir haben einige Fische bekommen heute, zufälligerweise. Mhm. Und ihr werdet es im Zeitsprung erleben. Ja. Verraten es einfach, weil ich liebe Zeitsprünge. Ja. Ich liebe Zeitsprünge. Und ja, genau. Ja, hier geht's los. Ihr seht schon, das ist ganz leer, das ist schon ganz lange so. Ich freue mich total darüber. Ihr habt es im ersten Video, habe ich es glaube ich schon mal kurz angeschnitten und erklärt. Strom. Wir arbeiten. Ja. Genau wie wir da schon arbeiten. Und dann wird das hier noch ein richtiges, krasses Fisch-Eldorado. Ja, hier fängt es an. Man sieht, es hat ein bisschen gelitten hier schon. Das ist ein altes Regal. Das war damals so eine aus der Not herausgeboren. Ich brauchte eine kleine Anlage für Garnelen, Schnecken und Minifischchen. Dann haben wir das hier gebastelt. Und das hier soll durch das da ersetzt werden. Und dann wird das alles ein bisschen größer, fetter und schöner. Nichtsdestotrotz sind hier immer tolle Sachen drin. Also es sind immer so, ne, wie die kleinen Gobis zum Beispiel. Ja, die sind ganz cool, die habe ich schon abgefilmt und auch die kleinen Wälse. Die Harajadoni, genau, das sind Delta-Zwergflügelwälse. Sowas ist halt echt cool. Und das findest du in so einer großen Anlage, das klappt nicht. Du brauchst da so kleine Becken für. Aber wenn du mal guckst, ich meine, die Dinger bewegen sich kaum. Wenn die in so einem Bobitis, in so einer großen Anlage sitzen, dann geht das alles unter. Ne? Genau wie die Garnelen, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und deswegen haben wir halt also hier so ein bisschen, ja, ich mag den Begriff so nicht, aber Nanofisch, aber eher so Minifisch oder so. Oder hier, wer kennt es nicht, ne? Also alle Verkäufer, die schon mal Drohnen verkauft haben, wissen, wie viel Spaß das macht, ne? Und in so einem großen Becken. Hier kriegen wir die gut raus, das passt ganz gut. Man sieht die auch mal, genau wie die Nadel, ne? Hier haben wir die Ansorgi da drin, ne? Oder da sind ein bisschen viele Fische noch dabei, aber hier unten zum Beispiel, ne? Die bunten Süßwassernadeln. Ist halt mega genial. Die kannst du hier drin selber schön beobachten sogar, wie die so auf die Jagd gehen. Ne? Also die kannst du halt auch schön mit so kleinen Garnelen zusammensetzen. Die fressen wohl die ganz kleinen Mini-Garnelen, wo die sich so nach, aber nicht alle und nur so ein paar. Aber das ist total cool, wenn du siehst, wie die sich halt da wirklich bewegen und da jagen. Das ist schon sehr witzige Tierchen. Ne? Na gut, Garnelen haben wir auch. Ah, ist gerade leider ein bisschen trüb. Ich weiß nicht so richtig warum. Ich glaube, die wühlen den ganzen Säul um. Mhm. Und, aber da haben wir halt schöne Bi-Garnelen. Ne? Red Bees, Black Bees, Super Black, Super Red. Ja, und dann geht's. Also, wir haben noch keine richtige Logik in dieser Anlage. Da zerbreche ich mir schon eine Weile den Kopf. Die wird es irgendwann auch geben, dass wir wirklich so sagen können: So, herzlich willkommen, Australien, Afrika, Asien, Südamerika, irgendwie so in der Richtung. Allerdings, noch sind wir so ein bisschen gemischt unterwegs. Ne? Wir fahren die Anlage auf Leitungswasser, das heißt, wir haben hier 268 Mikrosiemens Leitwert mit einem pH-Wert von 6,8, einer Härte von 4. Also wir haben sehr göttliches Wasser hier und das lässt uns halt dann auch sowas hier ohne große Probleme halten. Ne? Rote Schokogurami zum Beispiel. Ne? Ja, das sind noch richtig Land, cool. Mega toller Fisch, auch super schön zum Beobachten. Heikler Fisch, musst du halt was tun, also musst du halt schon gucken, gut ernähren und so weiter. Aber ist auf jeden Fall immer ein Hingucker, auch für schön verkrautete Escapes ganz angenehm. Ja. Mögen gern so ein bisschen torfhaltiges, saures Wasser, aber die kannst du auch gut so halten, ne? Das passt ganz gut. Ja, Zirkumbarsch ist so ein Thema bei uns. Ne? Wir haben unten noch so ein paar Red Fire, also Aggressive Firefish. Jetzt wundert euch nicht, warum die so dick sind. Wir haben die nämlich gerade gefüttert. Auch das werdet ihr im nächsten Video sehen. nein, also wir füttern halt relativ gut. Man sieht es hier teilweise noch mit weißen Mückenlarven und so weiter. Das ist eine sehr kostspielige, sehr aufwendige Geschichte. Aber garantiert uns aber Topfische. Ja. Das ist halt schon wichtig, das Futter vor allem. Das ist schon eine wichtige Sache, dass die gut ernährt sind. Absolut. Ja. Das ist super wichtig und gerade bei so kleinen Barschen oder sowas oder hier, guck mal die Montanalis an, also wie die hier glühen drin, das ist schon ein Träumchen. Ne? Und wir gehen mal hier rüber. Hier, Yamayas zum Beispiel. Ne? Die sind echt krass von der Farbe. Ja, das ist tipptopp, die stehen hervorragend, denen geht's gut. So ein kleiner Ziersalmler, das ist halt wirklich viel über die Ernährung. Wir machen, das ist also Ernährung über pH-Wert bei uns sogar. Also das ist wichtig, dass du die Tiere gut ernährst. Temperatur ist immer sehr wichtig und der Rest ergibt sich dann schon. Natürlich kannst du jetzt nicht hier mit einer Carbonate von 18 da arbeiten oder so. Das macht nicht so viel Sinn, aber klar, ein bisschen Blätter. Wir haben es heute ja schon gesehen, ne? So Katapas haben wir hier und da auch mal mit im Einsatz. Wir füttern bei den Garnelen auch viel Laub. Ja, kommen wir vielleicht auch gerne nochmal zu. Ja gut, Klassiker, man kennt. Kugelfische. Das bist du ja auch ein bisschen bekannt. Ja, ich glaube, dass so unser,
Unser bekanntester Fisch, Leopardvogelfische, sehen aber auch cool aus. Ja, die sind richtig cool. Ja. Also. Wir haben die auch schon gefüttert. Ja, das sehen wir auch im nächsten Video. Wir haben kleinen, mittel und große. Da haben wir große noch sitzen. Ne? Die Lücker, ja, gerade unter dem Blatt vor. Gibt aber auch noch welche, die werden ganz groß. Ne? Tetraodambu. Das sind die Goldringkugelfische, die so bis 8 cm werden können. Ja, die brauchen relativ lang, aber wenn die mal wachsen, mega. Ja, so ein bisschen L-Welse. Das passt ja bei euch, glaube ich, gar nicht so ins System. Ja, das haben wir eigentlich gar nicht. Aber das ist halt, finde ich auch ganz cool. Gibt es auch so Fans von. Ne? Da gibt es auch von so weißen über schwarz, grün, orange. Also es ist unglaublich, was es da auch an Farbvielfalten gibt. Ne? Finde ich also schon faszinierend. Und deswegen sind L-Welse nicht mehr so ein großes Thema, aber doch noch ein sehr geiles Thema. Trotzdem sind noch einige da. Also wir haben sowieso, also wir haben einige Sorten da. Hast du eigentlich einen Lieblingsfisch oder eher so alle? Ja, das reden wir ja immer so. Das ist immer so eine Frage, das ändert sich immer mal so ein bisschen. Ja, oder was ist aktuell dein Favorit? Was ihr so da habt auch vielleicht? Was wir da haben? Ja, ich finde Amaya schon ziemlich cool eigentlich, weil so ein kleiner Fisch ist, mag ich eigentlich. Ich mag die ganzen Zwergkompasche sehr gern, gerade so die Wildform finde ich ganz cool. Also so Diplotenia oder sowas haben wir im Schaubecken sitzen. Ja, ich würde sagen so Zwergbundbarsche, Das ist cool. Wobei, ist schwierig. So die Jai-Barben und so, also gibt schon viele. Ja. Ich würde mich da ungern wirklich festlegen, aber wenn ich mich festlegen sollte oder müsste, würde ich mich auf Zirkumbarsche festlegen und wenn ich mich da dann auch noch auf einen festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich McMastery sagen, Hongshui sagen. Ja. Hast du denn, du hast doch heute schon mal ein bisschen rumgeguckt, ne? Hast du denn was gesehen, was du super interessant fandest? So spontan? Kugelfische. Also, Kugelfische. Ja, ich denke vor allem halt die Leopard, weil die halt so am ersten passen für die Aquarium, was ich auch hätte. Ja. Die Erbsen sind auch ganz cool. Erbsen sind cool, aber Erbsen musst du halt, sind halt bissig, ne? Ja. Die genau wie hinten die Colomeos kommen, diese kleinen Asselkugelfische, südamerikanische. Ja. Also wir haben nur, das ist auch wichtig, das sind alles reine Süßwassertiere. Ja. Also hier ist nichts mit Brackwasser oder sowas, machen wir alles gar nicht, das ist alles Süßwasser. Erbsen sind cool, ich würde Erbsen aber immer gerne in so ein Art Aquarium empfehlen, weil sie irgendwie zickig sind. Die beißen schon mal in die Flossen und so. Wir haben alles da, was so den ganz normalen Wahnsinn betrifft. Ne? Ja. Wir haben die Erbsen da, wir haben hier unseren bunten Lebendgebärden im Block, ja? Der auch seine Daseinsberechtigung hat. Man muss halt immer schon ein bisschen gucken, woher Tierchen kommen, wie sie stehen. Das ist halt bei denen leider nicht so simpel und so einfach, aber nichtsdestotrotz haben sie ihren Platz bei uns. Ja? Genauso wie Black Mollys oder Platys. Ne? Dann hier auch einer meiner Favorite-Fische, den müsst ihr wahrscheinlich auch kennen. Ja. Moskitos. Moskito, genau, finde ich auch mega genial. Ein kleiner Fisch, den man gut in vielen verschiedenen Aquarien halten kann. Ich muss sagen, ich finde die Buraras Uroctalides auch richtig cool. Ja. Die sind zwar nicht so klarlich von den Farben, aber vom Verhalten ein bisschen besser. Ja, die sind, weil die so vom Schwimmverhalten her. Ja. Ne? Sind noch welche da? Ne, sind alle weg. Okay. Da haben wir sie heute alle wegverkauft. Schade. Ja. Es sind doch coole Fische, deshalb sind sie noch mal zeigen können. Nicht mehr da. Ja? Ja? Also das ist halt wirklich so Mini-Fische ist auch so eins dieser Sachen, die halt wirklich auch immer gut laufen. Ja. Kubotai, auch so ein Klassiker, mag ich auch ganz gern. Ne? Gerade für dunkle Aquarien, wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Da wirken die noch mal besser mit einer schwarzen Rückwand. Was auch ziemlich cool ist hier, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, 5 Gürtelbarben. Ja, die finde ich auch richtig cool. Also, das ist ich auch schon ein paar Mal. Sind halt nicht so ruppig wie die meisten Barben. Also kann man gut mit anderen Fischen halten. Genau, sind auch recht hübsch aus, werden auch nicht so riesig. Ja. Und die Männchen werden auch richtig rot noch. Ja, also, ja man sieht es ja teilweise schon, wie sie hier schon ein bisschen mehr schimmern. Und das ist auch echt ein toller Fisch. Finde ich auch super. Beilbäuche finde ich halt auch cool. Ne? Ja, finde ich auch richtig cool. Alle, was in der Oberfläche schwimmen, aber es ist halt... Leider nicht für offene Katastrophe. Also es ist wirklich sehr schwer. Ja, so ein All-Time-Favorite von uns. Die Mutzelsammler, ja. Hyphesophilicon Mutzel, jetzt Mutzel Sherry oder wie es auch immer sich genannt. Wir nennen es auch nur noch Mutzel Tetra. Ja. Ende. Toller Fisch. Schön. Macht schwer was her. Friedlich, ruhig, also wirklich toll. Ja, auch die Panzerwälze. Ja, die sind auch cool. Equus, ja. Aber auch die Equus, die passen auch richtig gut dazu zu denen. Ja. Ist auch richtig schön gefärbt. Ja. Und was sind das für Wälse hier? Chamäon-Wälse. Das sind so Sandwälse, die leben eigentlich, verbuddeln sich komplett im Sand und gruseln den dann so durch. Ich vermute, habt ihr gefüttert schon, ne? Ja. Habt ihr Tubifex gefüttert? Nein. Tubifex? Ah, habt ihr nicht. Okay, aber die sind eigentlich so, dass ihr dann nach Tubifex suchen. Die haben ja, wenn du mal genau schaust, die haben so ein ganz bartliges Maul.
Jetzt ist der genau davor geschwommen, ist unglaublich, oder? Kannst du mal wegschwimmen? Und damit gehen die durch den Boden so durch und dann an diesen kleinen Enden, dann spüren die, wo die, und dann holen sich die Würmer uns aus dem Boden raus. Also auch sehr spannend. Ist aber was für Spezies, das ist jetzt nichts fürs Gesellschaftsaquarium oder? Nee, theoretisch schon, aber du siehst die halt dann wenig. Das ist eher wirklich was für Leute, die sich speziell für solche Tiere interessieren, die gerne beobachten und gern pflegen. Ne? Und die Zinklosse im Überfluss, genau hier. Haroldoi, ne? Ja, die Parodontzinklus. Parodontzinklus Haroldoi. Da hinten noch ein Bahainsis, heißt er. Da oben auf dem Blatt liegt auch noch einer, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Ist auch so ein richtig, richtig toller Fisch, der auch gut und gerne überall gut mit dazu passt. Ne? Brutale Belagfutterer sind, die zermürbeln ganze Zucchinis nachts. Ne? Also wird dann so zwei, dreimal die Woche so Zucchini dazu. Da geht es schwer ab. Ja, dann haben wir ja heute ausgepackt zusammen. Ne? Ja. Den Mustumus Luteus. Er hat sich wieder zurückgelegt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Jetzt ist er wieder da. Ich finde das hier super. Da darf man jetzt nicht so drauf achten, die Scheibe haben wir extra so schmutzig gelassen. Ja, damit er auch genug Aufwuchs damit hat. Damit er jetzt heute Nacht sich da in Ruhe austoben kann und mal ein bisschen essen kann. Wobei der schon ganz gut im Futter steht. Aber jetzt siehst du schon, wie die Flosse hochkommen lassen. Ja. Ne? Das ist echt richtig krass. Also, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Aber der ist halt so locker so 35. Auf dem Video gar nicht so, oder? Das war heute mal. Hol dir mal raus. Ja, rausholen stehe ich nicht, aber ich mache mal halt daneben, schau mal. Ja, jetzt kann man das, glaube ich, noch viel mehr sehen. Ne, wenn du mal hier so die Flosse dagegen siehst. Ja. Ja. Wenn man das so hinhält, fällt das gar nicht mehr so auf. Ja, dann ist halt schon wieder versetzt. Ich finde, der ist schon, was wird er haben? Wir haben vorhin 35? Ja, ich denke auch sowas. 25 cm wird er haben. Ne? Ja. Tolles Tier. Ja gut, Skalare in allen möglichen Formen. Wildfangskalare, also Wildformskalare, teilweise Wildfangskalare. Ne? Rio Negro. Ja. Peru Red Spotted, ne? Die haben so, die kriegen nachher so rote Punkte, manche fangen schon an, sieht man schon leicht. Ja, Altum haben wir natürlich auch ein paar da, so der Klassiker, dann Dantum, auch super, also wie so ein Altum, nur kleiner, auch ein bisschen gedrückter und so weiter, sehr, sehr hübsch. Ja, dann haben wir heute du warst ja live dabei, als sie gekommen sind, ne? Unsere Schmetterlinge. Ja, die sind auch richtig schön, noch richtig groß. Muss das echt krass. Man denkt, alle kosten 40 Euro, das stimmt nicht. Die kosten 50 Euro. Also die haben wir von privat bekommen heute. Da waren wir selber sehr überrascht, wie groß und toll die sind. Wir haben noch viel mehr bekommen. Die haben wir erstmal nur einen Teil hier reingesetzt. Also ist unglaublich. Aber es ist auch ein super schöner Fisch. Und auch in der Form, also die Farbform. Ja, ich finde auch. Die Natur, das ist ja auch nicht mehr so die richtige Naturform, der ist ja auch schon ein bisschen kräftiger. Aber die eigentliche Naturform finde ich immer noch, also bei den Tieren wirklich am tollsten. Ja, und was ich auch richtig cool finde, sind die Gara flavatras. Ja, mega, ne? Auch in der Größe schon richtig schön groß. Ja, da haben wir eigentlich immer beide Größen, da haben wir so kleine da. Ich weiß gar nicht, wo wir da haben wir sind. Hier sind die kleinen. Ja. Ich habe auch immer große da. Ist auch immer schön für die Leute zum Zeigen, wenn du sagen kannst, etwas aufgebaut, aber schon groß. Wie groß denn? So groß. Ja. Ah ja, okay, dann nehme ich die nicht, dann nehme ich wieder Haroldoi. Alles klar. Hier noch ein sehr hübscher Fisch. Also, wir sind die ganzen Afrika-Fische übersprungen heute, ne? Fällt mir gerade ein. Ne? Goldene Kongo-Salmler, aber die erzähle ich ja selber genug drüber. Ich erzähle halt über andere Fische, die ich auch schön finde. Nanostomus marginatus, Zwergzieher-Salmler. Die finde ich auch richtig cool. Toller, so toller Fisch, ne? Gehört zu meinen Favoriten. Ja, würde ich auch mit reinziehen, weil es auch so ein kleiner, friedlicher Fisch ist. Der macht so vom Verhalten, so mehr an der Oberfläche. Und macht keinen Ärger, ist immer auch ein schönes Gruppenverhalten irgendwie, also toller Fisch. Und dann haben wir heute auch schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es... Schwarze Neons, ich glaube, es war nicht im Video, aber... Ja, war es nicht drin, das war perfekt. Ja. Schwarzer Neon finde ich nach wie vor, erwähne ich immer wieder sehr, sehr gern. Ist für mich so ein, so ein bekannter und einfacher Fisch, wie es vielleicht ist, umso schön ist er aber auch, weil mit diesem goldgrünen Streifen, das schwarze Band, das orangene Auge. Ja, ist richtig schön. Böse Mann, die sind natürlich auch toll. Ja, die will ich auch irgendwann mal haben, aber die werden halt auch ziemlich groß. Ja, so 180 Meter, 2 Meter. Das wäre dann schon cool. Da schwebt mir ja sowas vor, ich will für die auch mal so ein Becken machen, wenn wir so ein Australien-Aquarium machen, was sehr fragil eingerichtet ist, also sehr clean, sehr klar, vielleicht ein paar Hölzer drin, ein paar Mebels, klares Wasser, Strömung und das war's. Ja. Kaum Pflanzen. Das haben wir jetzt bei Liquid Nature, bei den großen Oase 600er, da kamen jetzt die Videos. Da haben wir sie auch nur mit ein bisschen Talaba-Holz, wenig Pflanzen, ein bisschen was im Hintergrund, Sand und viele verschiedene Pebbles. Und das ist auch richtig cool. Für was? Ich glaube, der Stefan weiß noch nicht genau. Achso, genau. Ja. Aber also das ist dann eher so Flusslauf. Ja. Ich würde es eher so wirklich als See-Aquarium machen, dann wo halt Wurzel. Ich hatte das mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Da hat das auch einer gemacht. Ich fand das so genial mit diesen dunklen Wurzeln, die einfach nur so als gebildeter, so, sag ich mal so, die standen einfach so ins Wasser rein. Okay. Machen wir mal so ähnlich wie die Dinger hier, ne? Und dann waren einfach diese bunten Fische drumherum. Total genial, ne? Ja, dann kommen wir jetzt zum vorerst letzten Block.
der leider so ein kleiner Mischblock ist aus Platzgründen. Das ist so ein bisschen Schnecken, also hauptsächlich ist es eine Schneckenanlage, ja, mit ein bisschen Kampffische dabei, weil wir doch hier und da dann Nachfragen haben. Ist jetzt kein Fisch, den wir gerne und viel anbieten, aber haben wir halt auch. Und noch ein paar Garnelen. Aber das ist dann praktisch schon unsere Fischanlage. Und wir bauen aus. Also ja, soll ja bis hierhin, ne? Also bis hierhin, das haben wir ja schon im letzten Video gesagt. Genau. Und das ist auch die Insel noch dann. Genau, die Insel. Und hier soll dann praktisch, sollen die Blöcke von vorne kommen. Also das wird hier so ein bisschen, okay, ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ob ich Kampffische oder Garnelen mache. Ja. Und der wird halt dann, mal gucken, viel Platz für kleinere Fische. Und dahinter haben wir noch die große Anlage. Also ja, da ist wirklich Ausbaupotenzial. Und wir haben ja jetzt wirklich nur einen Bruchteil gezeigt, ne? Also das ist ja, ja auch eins auch unserer Hauptprobleme, mehr, ja, ist ja, dass wir, ich habe glaube ich aktuell 260 Arten hier im Stock. Und man übersieht halt schnell mal einige. Also genau, das hatte ich dir vorhin schon mal, ja, erklärt. Also du gehst da durch und du siehst die Hälfte gar nicht. Selbst wir jetzt, also ja, wir haben vorne, mir fällt es gerade ein, wir haben die Zwergsüßwasserflundern übersprungen, ja, die hätte ich gern gezeigt und so weiter. Und da haben wir im Nachholbedarf. Aber es ist viel da und man kann oft durchgehen und findet immer wieder was Neues. Garantiert. Das auf jeden Fall. Also jetzt darf man durchgehen, wieder ein, zwei Sachen dabei, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. Ja, also kannst, musst du dir so einen Tag, ja, frei nehmen, dann kommst du morgens hier ran, ja, und arbeitest dich durch. Ich habe ja gesagt, ich muss noch ein System entwickeln, damit die Leute wissen, wenn sie vorne angefangen haben, wenn die Anlage fertig ist, ja, und die hinten aufhören, das noch wissen, was sie überhaupt gesehen, ja, haben. Das, ja, wer was weiß, wer ein cooles System kennt, wie ich das machen kann, ja, der eine Idee hat, in die Kommentare. Das Einfachste ist natürlich mit dem Handy ein Foto machen. Ja. Aber das reicht mir nicht. Ja, das stimmt. Ja, okay, dann schönen Dank für die Führung. Dann machen wir's. Dann, bis dann. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.